Hallo, heute ist wieder unser Video-Hop. Dabei sind Elke, kreative Entschleunigung, Nicole von Kreatives Papierwunder und die Katharina, Papier von mir. Und von der lieben Katharina habe ich Post bekommen. Wir haben uns gegenseitig Umschläge geschickt mit kleinen Papierresten drin. Und aus diesen Resten wollen wir heute was bauen. Also basteln. Und dann wollen wir mal reingucken, was hier so drin ist, was mir Katharina geschickt hat. Und daraus muss ich dann irgendwas Schönes kreieren. Dann schauen wir mal. So, hier ist noch was. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Also hier haben wir ein Papier, das schöne Holzpapier. Ein Stück. Sahara Sand, würde ich sagen, oder Savanne. Okay, eins von beiden. Dann Hummelgelb oder ich glaube. Und ein Stück Pergament. Okay. Challenge angenommen. Dann will ich mal gucken, was ich daraus Schönes basteln kann. So, jetzt habe ich mir mal ein paar Sachen hierher geholt. Meistens kommen einem die Ideen ja dann erst, wenn man schon dabei ist, also beim Basteln. So ist es bei mir. Ich habe oft keinen Plan und fange einfach an. Und während ich dann so loslege, dann kommen ganz viele Ideen. Und so versuche ich das jetzt hier auch mal. Ich habe mir mal so ein paar Sachen hingelegt, wo ich vielleicht eine Idee zu kriegen könnte. Erstmal habe ich hier eine ganz normale Kartenbasis. Eine DIN A4-Seite wird bei 14,85 geteilt und dann in der Mitte bei 10,5 gefalzt. Dann haben wir eine Kartenbasis. So, dann habe ich mir gedacht, ich werde dieses Holzpapier mit diesem Embossing-Folder Baumrinde mal prägen. Dann dachte ich, dass ich vielleicht noch mal präge. Und zwar gibt es hier diese schönen neuen Prägeformen Dank und Gruß. Das ist einmal viele Grüße in verschiedenen Sprachen und auch Danke in verschiedenen Sprachen. Das werde ich wahrscheinlich entweder mit dem Papier oder mit dem. Ich muss mal gucken, weiß noch nicht so genau. Erstmal mache ich gleich erstmal das Holz mit der Baumrinde. Dann Stanzform. Da werde ich mir einen Anhänger ausstanzen. Und dann dachte ich, die Stanzform Wiese, die finde ich wunderschön. Und hier sind so schöne kleine Zweige drin. Da wird bestimmt irgendwas hier. Ja, das sieht doch gut aus. Da werden wir das Stück Gelb für nehmen. Das gefällt mir. Also werde ich jetzt erstmal so ein bisschen prägen und stanzen. So, jetzt habe ich die Sachen ausgestanzt und geprägt. Und zwar habe ich dieses Stück mit dem Holzprägefolder, mit dem Baumrinde. Das Designerpapier, das reißt so ein bisschen ein. Das finde ich jetzt aber gar nicht schlimm. Das gefällt mir ganz gut. Das habe ich jetzt gedacht. Das nehme ich hier als Kartenaufleger. Dann habe ich aus dem Pergamentpapier das ausgestanzt und den Schmetterling. Da könnte man jetzt das Stück auch noch verwenden, aber ich lege es erstmal zur Seite. So, dann aus dem Stück, ich glaube, es war doch nicht Hummelgelb, das war, glaube ich, es ist Mango. Weiß ich jetzt aber gar nicht genau. Ist auch egal. Jedenfalls dieses Stück ausgestanzt. Dann hieraus habe ich zwei Anhänger gestanzt und den hier habe ich mit dem Prägefolder Danke in verschiedenen Sprachen. Kann man das erkennen? Sieht schön aus, oder? Also da braucht man auch gar nichts mehr dran machen. Das wirkt schon ganz toll. Jetzt hatte ich mir diese Dinger noch. Oh, ich glaube, das lasse ich hier bei dem auch weg. So, aber hier habe ich aus dem Holzpapier, aus dem Rest sogar auch noch einen Anhänger rausgekriegt. Das habe ich mir gedacht, mache ich hier zusammen mit dem Band. Und dann habe ich jetzt noch so ein Stück
gelb und so ein Stück hiervon über. Ja, schauen wir mal. Also ich dachte mir, ich klebe erstmal die Karte zusammen. Mal gucken, wie mir das so gefällt. Also, dann würde ich sagen, ich lege das erstmal so ein bisschen drauf. Man kann ja immer so ein paar Varianten erstmal ausprobieren. Das könnte man das Danke zum Beispiel hier einfach drüber machen. Aber das gefällt mir so nicht so gut. Gucken wir mal mit den Zweigen, wie das so wirkt. Und hier ist noch ein Stück über. Oh, das gefällt mir schon ganz gut. So, jetzt einmal den Schmetterling. Der könnte hier noch hin. Ja, dann fehlt natürlich noch ein Spruch. Und da ich ja jetzt schon die Stanzform aus der Wiesenruhe, also Wiese, benutzt habe, würde ich jetzt natürlich auch das Stempelset dazu verwenden. Und das habe ich mir hier schon hingelegt. Da werde ich mir jetzt meinen Spruch aussuchen. Ich denke an dich, würde ich nehmen. Und das werde ich mit Espresso stempeln. Hier drauf, würde ich sagen. Ich lege noch ein bisschen Papier drunter, wie das halber. Dann nehme ich Espresso. Ein bisschen schief geworden. Nehmen wir die andere Seite. Also das ist immer ein guter Tipp, wenn es schief ist, einfach nochmal umdrehen. Ich glaube, das ist auch schief. Nee, das geht. So, dann einfach ein bisschen mit der Schere abschneiden. Noch sind zwei Stücke gelb über. So. Das würde ich dann hier drauf setzen. Das sieht doch schon ganz gut aus. Also klebe ich das mal alles erstmal zusammen. Einfach ein bisschen Kleber drauf. Das hier so schön mittig der Karte positionieren. So, die Zweige mache ich mit Glodots. Genauso. Oh, nicht erschrecken. Der Mann guckt Fußball draußen. Mit dem Nachbarn. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Und jetzt klebe ich das mit Tombow drauf. Auf die richtige Seite, ne? So, und den, wo ist mein Falzbein? Ein bisschen mit dem Falzbein. Dann fliegt der so schön.
Hier nehmen wir ein paar Dimensionals. Und schon ist das erste Projekt fertig. Hier mal ein bisschen nachfalzen. So, das wäre meine erste Karte. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar Sachen über. Da gucke ich mal, was ich da noch mitmache. So, dann geht es weiter mit dem Anhänger. Da habe ich mir jetzt gedacht, ich werde das Band jetzt auch mal ein bisschen einfärben in Savanne. Das kann man ganz einfach mit den Stampin' Blends. Das sind die Alkoholmarker. Das geht ganz einfach am besten. Und aus dem letzten Rest habe ich mir gedacht, ja, diese schönen Geschenktüten. Auch ein neues Produkt aus dem neuen Jahreskatalog in den In-Color-Farben. Ich habe mir jetzt das Lodengrün mal ausgesucht. Und das nehmen wir jetzt hierfür. So, jetzt werde ich mir erstmal so einen Streifen nochmal abschneiden. Das mal mit dem Kleinen, passt das? Nö. Erstmal so. Die Tüte und dann mache ich da ein paar Pünktchen drauf. Nehmen wir wieder die Wiesenruhe und dann werde ich hier drauf aber in Lodengrün Ton in Ton stempeln. So. Und dann mache ich einfach so ein paar Pünktchen drauf. Stempel ist echt toll. Der gefällt mir richtig gut. Und noch einmal hier hin. Und hier oben kann ruhig auch noch was drauf. So, dann sieht das so aus. So, was haben wir dann? Dann haben wir den und ein Stückchen. Ja. Jetzt habe ich hier noch zwei so kleine Reste. Und da habe ich mir gedacht, kann man ja hier noch ein Blümchen ausstanzen. Mit der kleinen Blume. Die gibt es leider nicht mehr. Und dann kann man die so ein bisschen, einfach ein bisschen tütteln. So. Dann haben wir hier ein Blümchen und dann haben wir noch Damsel. Mal gucken, ob das reicht für die Libelle. Ja, wunderbar. Zack. Dann haben wir noch eine kleine Libelle. So. Dann werde ich das Ganze jetzt mal festkleben. Mache ich mit Tombo und Streifen.
Bin ich ein bisschen zu weit rüber. Mache ich das hier hin. Und mache ich mit Dimension S. Moment mal, jetzt habe ich ja hier noch das Negativ. Und das noch nehmen vielleicht. Mal schauen. Das mache ich jetzt mal. Das gefällt mir. Also wird das hier auch noch mit drauf geklebt. Na, irgendwie kann man dann jeden Fitzel hier verwenden. Super, oder? Warte mal, wie mache ich das? Ohne dass man das sieht. Am besten nur so ein bisschen in der Mitte hier, wo dann der Aufleger drauf ist. Das muss ja auch nicht zu groß halten. So. Und dann das hier drüber. Ja, sehr schön. Das gefällt mir. Also einfach mit Dimensionals drauf. Vier Stück. Dann natürlich richtig rum aufbringen. So, dann nehme ich das Blümchen hier auch mit einem Gludot hier drauf und kleine Libelle auch. So, und die Libelle mache ich jetzt hier oben dran und schon ist das dann hier oben fest. So. So, und schon haben wir so eine Kleinigkeit. Eine kleine Danketüte. Auch fertig. So, dann werde ich mal den ganzen Müll an die Seite räumen. Und dann ist wirklich alles verwendet. Das sind so die kleinen Reste hier. Und das sind dann die drei Projekte, die ich rausgekriegt habe aus Katharinas Brief. Also, ich bin gespannt, was die anderen so gezaubert haben. Guckt da unbedingt auch vorbei. Ich verlinke euch alle. Wir haben uns, wie gesagt, gegenseitig die Briefe zugeschickt und keiner wusste, was drin ist. Also, seid neugierig und schaut mal vorbei bei den anderen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.